Liebe Besucherinnen und Besucher meines Podcasts, heute hat der Bundestag die Frauenquote für die obersten Etagen der deutschen Wirtschaft beschlossen. Damit setzen wir nicht nur ein weiteres Anliegen der SPD um. Das Gesetz markiert auch einen Kulturwandel in der Arbeitswelt. Denn bislang schaffen es nur wenige Frauen in die deutschen Chefetagen. So waren 2013 in den größten 200 Unternehmen nur 15% der Aufsichtsräte weiblich. Und das, obwohl Frauen heute so gut ausgebildet sind wie nie zuvor. Mit dem Gesetz zur Frauenquote müssen ab nächstem Jahr die großen börsennotierten Unternehmen mindestens 30% der Sitze in den Aufsichtsräten mit Frauen besetzen. Tun sie das nicht, bleibt der Platz leer. Das betrifft gut 100 Unternehmen. Die etwa 3500 mittelgroße börsennotierte Unternehmen müssen selbst Zielvorgaben machen. Auch müssen sie regelmäßig über ihre Fortschritte berichten. Auch im öffentlichen Dienst gibt es künftig eine Quote von 30%. Bis 2015 sollen dann die Hälfte der Führungsgremien im öffentlichen Dienst mit Frauen besetzt werden. Das Gesetz sorgt aber nicht allein für mehr Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen in den Führungsetagen. Es ist auch wirtschaftspolitisch sinnvoll. Denn wir leben in einer alternden Gesellschaft, in der sich schon heute ein dramatischer Fachkräftemangel abzeichnet. Zugleich ist heute die Mehrzahl der Hochschulabsolventen weiblich. Es stärkt daher auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, wenn wir aus einem noch größeren Pool die klügsten Köpfe aussuchen können, seien sie nun männlich oder weiblich. Das ist ein gutes Signal für unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft.